Ich darf dir eine kleine Anerkennung von unserem Freund Hermann Kassab, dass er selbst mit Liebe gearbeitet hat, für deine Gemeinschaft übergeben. Ich danke dir, lieber Bruder. Viel Glück und Segen in deiner Aufbauarbeit der Gemeinschaft Berlin. Man hat wohl durch den Krieg Berlin, das wohl die Hauptstadt Deutschlands war, in vier Teile geteilt. Man kann heute sagen, Berlin ist ein Dorf. Und wir, Freunde, bauen das Berlin wieder zu dem auf, was es war. Auch ohne Parteipolitik. Wie Sie wissen, Freunde, betreiben wir keine Parteipolitik. Wir fragen keinen Menschen nach seiner Konfession oder Nation. Das, was hier die feindliche Seite abgebaut und was hier die feindliche Seite nicht zu teilen gedachte, sondern auch hier in die Tat umsetzte, dafür sind Sie hier. Ich will nur Ihr Helfer sein. Dass Sie, dass die Freunde, unsere Nächsten in Berlin wieder von dem frei werden, von dem sie sich heute hier in Westdeutschland noch kein Bild machen können. Ich weiß, dass ich nicht was, sondern das dazu beizutragen habe, dass tatsächlich nicht nur ein Volk, sondern alle Völker so frei leben können und so frei leben werden, wie Gott für sie die Freiheit auf dieser seiner Erde bestimmt hat. Ich möchte nicht groß am Rand bemerken, dass sogar Geistliche aus der Ost, aus dem Ostsektor Berlins und auch aus den Westsektoren Berlins mir angegangen, ich möge rüberkommen, die Kirche steht mir zur Verfügung und der Weg ist frei und sie wissen, dass ich nicht nur helfen kann, sondern helfen werde. Und das ist auch meine Antwort, nicht die Worte, sondern immer die Tat. Ich weiß, lieber Freund Sieger, es ist keine leichte, aber auch ebenso gut keine schwere Aufgabe. Mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Denn Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich bin immer dabei. Wir sind heute nur noch kurze Zeit beisammen und gibt es, dass wir morgen früh, bevor ich abfahre, noch wieder kurz zusammenkommen können. Aber von hier aus will ich allen Freunden in Berlin, auch aus Ost-Berlin, aus dem Ostsektor, viele herzliche Grüße übermitteln. Ich stehe immer zu denen, der das Gute will, der das Gute begehrt und der bereit ist, das Gute in sich aufzunehmen. Ich danke dir, lieber Bruno. Ich weiß, dass ich nicht mehr allein bin und dass wir alle da drüben nicht mehr allein sind. Ich bin dabei.